Hallo, Glück auf und einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir spielen wieder Landwirtschaftssimulator 2019 im schönen, idyllischen Gamsberg natürlich. So, ein neuer Tag ist erwacht. Es ist kurz nach 7. Und ja, ich habe schon wieder zu tun, wie verrückt. In der letzten Folge haben wir ja noch die Heuballen angefangen zu verkaufen. Und das ist auf jeden Fall noch ein langer Abend geworden. Ich habe noch bis in die Dunkelheit hinein die Heuballen verkauft, weil der Preis dann nicht mehr am Steigen war, damit ich nichts einbüße. So, was habe ich mit dem Heu gemacht? Ungefähr so um die 40.000 Euro habe ich verdient. Ist ein schöner Batzen Geld. Allerdings bin ich schon auch am Zweifeln, der ganze Aufwand, den ich da betreiben muss, das war ja doch sehr langwierig. Dahingegen, ja, aber was soll's? Rumjammern bringt nichts, weil ohne Fleiß kein Preis. So, jetzt bin ich schon heute Morgen hier mit dem Pickup rausgefahren zu den Schafen und Hühnern und da war auch schon jede Menge Arbeit. Ich habe jetzt zum Beispiel die ganzen Eierpaletten hier zu stehen. Die letzte war auch voll. Die müssen wir unbedingt verkaufen. Auch, dass wir wieder Leergut haben. Jetzt ist hier schon wieder eine neue Palette dazugekommen. Da müssen wir uns aber auf jeden Fall den Traktor holen. Deswegen werden wir die jetzt hier auf den Pickup laden und nehmen die mit zurück. Die kann meine Verkäuferin im Hofladen gut gebrauchen. Na, jetzt kommt doch her. Und die Paletten, die werden wir dann mit dem Traktor und dem Palettenanhänger zum Verkaufsautomaten bringen. Denn da gibt es immer noch das meiste Geld. Dort verkaufe ich die Dinger am besten. So. Na, das sieht aber nicht gut aus hier. Das ist wahrscheinlich eh alles Rührei schon hier. So wie ich die hier draufgeschmissen habe. Na, die Kiste auf jeden Fall. So, machen wir hier die Tür einstweilen zu. Ja, was habe ich noch gemacht? Geputzt habe ich natürlich schon bei den Hühnern und bei den Schafen. Die Wolle habe ich ins Wollelager gebracht und noch die Blumenproduktion, die war auch zum Stehen gekommen, da die ganzen Trigger voll waren. Geht schon wieder weiter dort. Und hier habe ich die anderen hergestellt. Verkaufen wird es wahrscheinlich jetzt im Moment sich nicht lohnen. Der Preis war ja nicht so gut. Also das lassen wir auf jeden Fall mal stehen und verkaufen das später. Milch können wir noch zur Käsefabrik bringen. Das müssen wir auch noch machen, damit die Käseproduktion weitergeht. Aber jetzt erstmal hier die Sache mit den Eiern. Und wenn es dann noch ein bisschen später geworden ist, die Sonne höher steht, der Tau aus dem Getreide ist, können wir auch anfangen zu dreschen. Die Gerste ist reif, der Raps ist erntereif und das Unkraut wächst auch. Müssen wir auch noch was machen. Also Arbeit ohne Ende, so wie jeden Tag halt. Seht ihr das schon auf der linken Seite? Da steht das Unkraut in voller Blüte. Da werden wir es vielleicht gleich so machen und nehmen noch den Lehrling mit raus. Der kann sich die
Düngespritze anbauen und dann das Unkraut bekämpfen. Oh, ich merke schon, ich fahre wieder einen viel zu heißen Reifen am Morgen. So, Junge, komm, mach hin. Ich habe auch gestern Abend die Gerätschaften nur noch weggeräumt. Zum Waschen bin ich nicht mehr gekommen. Das war mir dann ehrlich gesagt viel zu spät. So. Ja. Die Klappe hätte ich können mal gleich aufmachen. Hätte ich es einfacher gehabt. So. Zack. Na, was ist denn jetzt hier? Warum will denn der jetzt den Karton nicht? Hallo? Was ist denn jetzt mit dem Eierkarton hier los? Oh. Muss ich jetzt das Auto wegfahren oder was? Keine Zeit. Jetzt ist er weg. Der war anscheinend doch gar nicht voll. 148. Die anderen haben 600 gebracht. Naja, gut. Hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Warum, weshalb, wieso. Wir müssen arbeiten. So. Da der Lehrling noch nicht da ist, werde ich ihm das schon mal vorbereiten hier. Brauchen wir in dem Falle nicht, weil wir müssen ja vorne den Zusatztank montieren. Was steht denn jetzt eigentlich vorne dran? Der Zusatztank. Ich jetzt hier vorbei. Jo. So, wie viel haben wir jetzt hier drin? Das Ding ist ja rammelvoll. Okay, das ist das. Und jetzt nehmen wir noch unseren schönen alten 6930. Man kann es gar nicht mehr lesen, weil das Ding ist so verdreckt.
Jetzt überlege ich gerade, dass wir keine Leerfahrt haben. Wir könnten mal noch schauen, müssen wir irgendwelches Mischrationen? Nee, die braucht man nicht mit reinholen. Okay. Gut. Dann geht's mal los hier. Kommt der Lehrling mit? Na, der ist anscheinend auch noch nicht richtig munter. Wobei mir geht's auch nicht viel besser. Wie gesagt, langer Abend. Uah. Funktioniert das jetzt? Ja, scheint zu funktionieren. Wird bestimmt auch wieder ein sehr schöner Tag heute. Sonne scheint, kaum Wolken am Himmel. Eigentlich ideales Erntewetter. Das müssen wir heute unbedingt noch ausnutzen. So, fahr doch mal. Boah, jetzt bleibt der mitten auf der Straße stehen. Junge. So, hier sieht man schön den Fehler, den ich letztens gemacht habe, weil ich den Helfer auf der falschen Seite angesetzt hatte. Ich werde das wahrscheinlich mit Untergrubbern, Unterpflügen, je nachdem, was wir mit dem Feld machen müssen nach der Ernte. Gut. Unkraut weg. Lehrling hat zu tun. So, und da werden wir jetzt gleich hier an der Feldkante runterfahren. Wolle ist auch schon wieder eine Palette voll. Sieht immer ein bisschen komisch aus mit dem Anhänger hinten. Da hängt die Hinterachse in der Luft, also optisch sieht er nicht so schön aus. Das erste Mal, dass wir jetzt den mal richtig zum Einsatz bringen hier. Ein paar mehr Paletten aufladen. Zack. So, machen wir mal noch ein paar Spanngurte ran, ne? Ha, die natürlich nichts bringen. Super.
Oder muss ich es erst abladen auf den... Moment, Moment. Nö. Das bringt mal gar nichts. So, dann geht die Reise los zum Verkaufsautomaten. Ah, das müssen wir schaffen. Bin ich mal gespannt, was es dann gibt. Also 5000 und Quetsch für so eine... für 1000 Liter Eier. Oh, das sollte doch ein stattliches Sümmchen werden. Ich finde, heute ist sehr, sehr wenig los hier auf den Straßen. Ist der Berufsverkehr schon durch oder was? Andermal kommt ein Auto am anderen hier. Oder nach dem anderen, so rum. Klingt es, glaube ich, richtig. So, da werden wir wahrscheinlich dann auch unten die ganze Straße wieder blockieren müssen. Weil ich muss ja den Andringen, 1, 2, 3, den Anhänger rückwärts da neben den, neben das Verkaufshäuschen stellen. Genau. Machen wir mal alles ein bisschen an, was blinkt hier. Gut, jetzt kam doch hier gerade noch ein Auto, wenn ich richtig geguckt habe. Jawohl. Uiuiui. Das jetzt hier nicht automatisch verkauft oder wie war denn das? Mein Gott. Jetzt. Jetzt geht's los. Ich darf wohl gerne weitergehen. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, wo der Trick auch so richtig ist. Irgendwie ist das hier ganz schön
kriminell und gefährlich. Mann, die fahren aber auch drauf zu hier. Na, jetzt musst du warten, mein Junge. Ja, hup ruhig rum hier, jawohl. Deswegen beeile ich mich auch nicht mehr. So. Aber irgendwie kriege ich es nicht los. Muss ich mir mal doch das Hilfemenü anmachen hier. Arbeitsmodus. Nee, will ich nicht anschalten. Ich will es einfach nur abladen und verkaufen. Mann, ist das belastend hier. So. Das war ja ein Kampf. Mann, Mann, Mann. Okay, was hatten wir vorhin? 85.000, jetzt haben wir 140.000. Ja, dann sind das 65.000 Euro mit Eiern gewesen. Nicht schlecht, Herr Specht. So, Freunde, jetzt muss ich ja aber wieder rückwärts raus. Das nützt alles nichts. Den Begrenzungsposten noch mit wegfahren, jawohl. Fall schon mal ganz schön Flurschaden angerichtet hier zum frühen Morgen. Aber 65.000 Euro sind halt auch eine Menge Geld. Da kann man auch mal was kaputt machen. Was Kleines. Wie so ein Begrenzungspfosten. So, jetzt sehe ich wieder nichts hier durch die Bergkuppe. Geht's vorbei hier. So, na gut. Pass auf der Straße auf, nicht aufs Handy gucken. Auf jeden Fall nähern wir uns jetzt doch so langsam finanziell einem neuen Feld. Zwei Kandidaten habe ich da. Eins kostet wohl 245.000. Und das andere 250 oder 255, so in dem Dreh. Mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch mein Gott. Frosch verschluckt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch ganz zügig eine Palette wieder in den Hühnerstall stellen. Sonst liegen die ganzen Eierkartons dann auf dem Fußboden rum.
Gut. Mal fix den Telelader holen. Palettengabel, hier ist er. Uiuiui, ich will den Anhänger mit anheben. Die Palette würde mir schon reichen. Ach. Eieieiei, das kann ja nicht gehen. Arbeitsmodus noch an. Sollte es funktionieren. Eine Palette würde mir reichen. So. Ah, liegt schon wieder ein Karton hier. Naja, gut, aber ich habe mich am Anfang beschwert über die Hühner, dass es nie so vorwärts ging, aber jetzt... Wahrscheinlich haben sie alle Angst vor dem Broilerspieß, den ich ihnen ja angedroht hatte. Okay. Jetzt sollte das wieder laufen. Anderen Paletten, die lade ich dann ab. Da habe ich jetzt im Moment keine Muse dazu. Jetzt wollte ich mal noch schauen. Erstmal gucken, was macht denn unser Helfer hier? Oh, Lehrling fertig. Sehr gut. Ja, und dann könnten wir ja theoretisch schon mal unsere Erntekolonne vorbereiten. Dass, wenn dann die Sonne noch ein bisschen höher steht, wir sofort anfangen können. So, jetzt eier ich wieder hinter solchen Sonntagsfahrern her. Obwohl gar kein Sonntag ist, ist Dienstag. Könnte ich hier rein theoretisch den Fan mit der Spritze wieder mit zurücknehmen. Beziehungsweise könnten wir auch mal gucken, ob es noch irgendeinen Auftrag gibt. Unkraut bekämpfen. Mit dem Striegel. Spritzen hier. Feld 24.
Und weiter nix. Wo ist denn jetzt das Feld 24? Das ist da beim Viehhändler. Naja. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ich kann eigentlich jeden Euro gebrauchen. Halt, spritzen hier. 6.600, das ist doch ganz okay. So, müssen wir uns den jetzt mal suchen hier. Das gleich mal noch beginnen. Komme ich denn jetzt auf das Feld? Mal überlegen, wo da die Einfahrt war. Ist doch meines Wissens nach das hier rechts. Ich ja jetzt dran vorbei oder was? Müssen wir noch mal gucken auf der Karte. Ach, da hätte ich müssen beim Shop vorbeifahren. Na gut, dann machen wir es anders. Fahren wir hinten ran. Gab es doch noch eine Einfahrt, genau. So. Steht hoch hier. Manometer. Gut. Das läuft. Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Freude. Und wenn ja, lasst da gerne ein Däumchen oder ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag hier wieder auf der Karte Gamsberg. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.